begrüße ich Sie ganz herzlich. Es freut mich, dass der Besuch so zahlreich ist und ganz besonders Herr Manfred Börber, der uns heute die Ehre gibt, zu unserem Thema Europa, ja, aber wie viel davon? Und zwar geht es um das Europa, oder es geht nicht um das antike Europa oder das Europa aus der Zeit des Karl des Großen, sondern es geht um das Europa, was seit Ende des Zweiten Weltkriegs, vor 70 Jahren, so allmählich schrittweise entstanden ist, worüber heute eigentlich jeder, ich sag mal, redet. Die positiven Stimmen sind weniger geworden, die negativen Stimmen haben sehr zugenommen. Es gibt viele kritische Punkte, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Am Anfang herrschte Euphorie und Optimismus vor, allmählich kommt man auf den Boden der Realität. Und es gibt Kritik an der gesamten Konstruktion, mit Europaparlament, mit Kommission in Brüssel. Es gibt Kritik am Euro, es gibt Kritik an der inflationären Erweiterung der Europäischen Union. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass diese Diskussion nicht nur in der veröffentlichten Meinung geführt wird, sondern zunehmend auch auf jeden Einzelnen übergeht und von dem mitgetragen wird. Und das ist eigentlich ein relativ ungewöhnlicher Vorgang, dass die Leute nicht bloß das nachplappern, was in Presse, Rundfunk und Fernsehen oder im Internet steht, sondern dass sie selber anfangen nachzudenken. Und dazu braucht man ein bisschen Hilfestellung, weil das ist doch ein sehr komplexes Thema. Und für diese Hilfestellung hat sich Herr Manfred Börber heute bereit gefunden, ein paar Erklärungen zu sagen. Manfred Börber war lange Jahre Pressesprecher und Chef der Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich das so sagen darf, Deutsche Bundesbank, bis 98, glaube ich, war das. 98, richtig. Und danach Pressesprecher und Direktor für die öffentlichen Beziehungen bei der Europäischen Zentralbank, zusammen mit Wim Duesenberg war das noch, ne? Ja. Und ist dann 2003 dort ausgeschieden und in den wahrscheinlich Unruhestand gegangen. Ja, ich habe sehr bald Geschmack gefunden, einen Ruhestand und frage mich heute, wie ich früher nebenbei noch meine Arbeit geschafft habe. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, also ist ein echter Fachmann. Er saß an den Schalthebeln nicht nur der monetären Macht, sondern das ist ja auch eine politische Macht. EZB und Bundesbank und alles, was dazu gehört. Vor allen Dingen am Pool eigentlich, dort, wo die ganzen Informationen zusammengeflossen sind und letztlich dann in Entscheidungen auch umgesetzt wurden. Und er musste das verkünden, ne? Deswegen sind wir sehr gespannt drauf, was Sie uns heute erzählen. Ja. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mal wieder mich mit Ihnen auseinanderzusetzen über Fragen, die, wie Englisch ganz richtig sagt, heute eigentlich jeden irgendwie bewegen. Deswegen komme ich auch gleich zur Sache. L'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas. So äußerte sich der liberale Wirtschaftsökonom und Wirtschaftsexperte, Berater von Charles de Gaulle im Jahre 1949. Europa entsteht über das Geld oder gar nicht. Über den ökonomischen Sinn dieser Aussage konnte man schon früher streiten. Dass diese Idee einige europäische Politiker beflügelt hat, ist aber offensichtlich. Das fand seinen Niederschlag in der Europäischen Währungsunion mit dem Euro als gemeinsamer Währung. Zuvor war es das anerkennenswerte Ziel, das auch gar nicht hoch genug zu schätzende Verdienst einiger Staatsmänner, von Adenauer bis Kohl, von Monet über Schumann bis de Gasperi, Mitterrand, um nur einige zu nennen, Staatsmänner, die die Einigung Europas tatkräftig vorangetrieben haben und die Europäische Union geschaffen haben. Zunächst aber ohne gemeinsames Geld. Das bleibt immer festzuhalten, da werde ich auch immer wieder darauf zurückkommen. Die Motive der Betreiber einer gemeinsamen Währung waren zweifelsohne sehr unterschiedlicher Natur. Böse Zungen unterstellen Mitterrand, Giscard und anderen, sie wollten in erster Linie
an das Gold der Bundesbank, beziehungsweise zumindest wollten sie auf nach Möglichkeit die Dominanz der Bundesbank für die Geldpolitik in Europa brechen. Helmut Kohl hatte dagegen ohne Zweifel die Einigung Europas und die ihre friedenstiftende Wirkung im Sinn. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Festheit sagen, Bestimmtheit sagen, denn so viel Kritik Kohl sich an allen möglichen Zusammenhängen eingehandelt hat, das ist eigentlich das, was man ihm wirklich zugutehalten soll. Die friedenstiftende Wirkung in Europa, das war ihm ein Anliegen. Anders ist auch nicht zu verstehen, dass er seiner 1991 geäußerten Ansicht später zuwiderhandelte. Diese Ansicht lautet nämlich, ich zitiere, die jüngere Geschichte, und zwar nicht nur Deutschlands, lehrt uns, dass die Vorstellung, man könne eine Wirtschafts- und Währungsunion ohne politische Union auf Dauer erhalten. Zitat Ende. Also diese Einsicht war ihm sozusagen immanent. Bei aller heute im Rückblick rechtfertigten kritischen Distanz sollte man nach meiner Überzeugung zwei Fakten anerkennen. Erstens, die europäische Einigung ist das herausragende Vermächtnis des 20. Jahrhunderts in der politischen Ordnung Europas. Und zweitens, diese Einigung entstand durchaus in hinreichender institutioneller Legitimität, denn demokratisch gewählte Vertreter der Teilnehmerstaaten handelten die Modalitäten aus, setzten die gemeinsamen Organe ein und statteten sie mit begrenzten Befugnissen aus. Das gilt auch für den Vertrag von Maastricht über die Wirtschafts- und Währungsunion, der ja eine Ergänzung zum EWU-Vertrag ist. Früher hieß es EWU, heute heißt es EU-Vertrag. Also der Vertrag von Maastricht ist, und das ist ganz wichtig, dass man das in Erinnerung ruft, ein Bestandteil des EU-Vertrags. Gleichwohl ist diese Einigung nicht das Ergebnis einer Volksbewegung, in dem Sinn, dass die europäischen Organe aus allgemeinen europaweiten Wahlen hervorgegangen sind und dadurch vollkommene Staatsgewalt besitzen. Ihnen fehlt dadurch ein entscheidender Rest an demokratischer Legitimierung. Wir haben es also nicht mit einer politischen Union zu tun. Diese Unvollkommenheit erweist sich seit der beinahe Pleite einiger Länder als Mangel, ist vielleicht sogar eine der Ursachen der Krise, die wir seitdem durchmachen. Die Entstehung dieses europaeinigen Gebildes, eben die EU, aber ebenso auch die nicht alle EU-Staaten umfassende EWU, Europäische Währungsunion, konnte sich einer breiten Zustimmung in den Völkern Europas sicher sein, sieht man einmal von der Trauer der Deutschen über den Verlust der D-Mark ab. Vorbehalte gab es allerdings von Seiten vieler Ökonomen. So, nun macht sich seit 2012 die Parole breit, die Parole macht die Runde, zwar aus dem Mund der Bundeskanzlerin, scheitert der Euro, scheitert Europa. Und das nach 50 Jahren von breiter Zustimmung getragenem europäischen Einigungsprozess. Um eins vorwegzunehmen, diese Prophezeiung halte ich für ungerechtfertigt. Also die Aussage der Kanzlerin trage ich nicht mit. Sie mag dem politischen Kalkül entsprungen sein, sich durch Dramatisierung die andernfalls entgleitende Zustimmung im Bundestag und später im Wahlvolk zu sichern. Träfe diese Aussage nämlich zu, hätte es ohne den Euro nicht zu der doch recht erfolgreichen EU kommen dürfen. Insofern eigentlich fast eine fahrlässige Äußerung. Die Kanzlerin hat sich inzwischen auch, ich will nicht sagen distanziert von dieser Aussage, sie hat aber diese Aussage gerade kürzlich vor dem Bundestag relativiert und umgedeutet, wie man das dann so immer macht. Gefährlich war und ist diese Behauptung gleichwohl, weil mit ihr die Kanzlerin eine zwar folgerichtige, in meinen Augen aber unzutreffende, vor allem in die Irre führende Zielsetzung vorgibt, rettet den Euro. Das ist nicht das Problem. Der Euro, der kann auch ohne ein einzelnes Land wie Griechenland leben. Da komme ich später zu. Ich werde mich jedenfalls in meinem ersten Teil mit den Auswirkungen der Rettungspolitik auseinandersetzen,
Davon ausgehend stellen sich nämlich entscheidende Fragen im Sinne des Themas nach dem wie viel von Europa. Um was geht's? Das zur Euro-Krise deklarierte Phänomen hat eine für jedermann nachvollziehbare Entstehungsgeschichte. In aller Kürze, der Euro ließ in allen Teilnehmerländern die Zinsen auf das Niveau der früheren Niedrigzinsländer sinken. Das befeuerte die Schuldenaufnahme vieler Länder. Sie gaben das zusätzliche Geld für Konsum, das heißt bei Staaten meistens Sozialleistungen, zusätzliche Sozialleistungen aus, statt für den Wettbewerb stärkende Investitionen. Die niedrigen Zinsen begünstigten in einigen Ländern gewaltige Immobilienblasen, die den Banken hohe, uneindringliche Kredite bescherten. Überzogene Lohnsteigerungen über viele Jahre, rigide Regelungen am Arbeitsmarkt, geradezu zunftartig geschlossene Anbieterkartelle, Aufblähung des Staatsapparates schwächten die Wettbewerbsfähigkeit und behinderten das Wachstum in zahlreichen Euro-Ländern. Dabei wusste jeder, unter den Bedingungen einer Währungsunion, ohne die Möglichkeit, autonom die Wechselkurse anzupassen oder die Zinsen anzupassen, ist das der sichere Weg in den Abgrund. Aber nicht wahr? Früher haben die ja nicht verantwortungsbewusster gewirtschaftet, sie haben jedoch durch Währungsabwertung immer wieder, wenn auch nur vorübergehend, Wettbewerbsspielraum schaffen können. Das war zwar immer nur ein scheinbarer Sieg, aber das schien zu funktionieren. Heute ächzen folglich viele Euro-Länder und nicht nur Griechenland unter einer hohen Schuldenlast, die keinen Spielraum zu konjunkturellen Gegensteuern lässt. Im Gegenteil, der nunmehr unerbittliche Sparzwang dämpft das Wachstum. Das Gleiche bewirkt die fahrlässig verspielte Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten innerhalb, das ist ganz wichtig, im eigenen Land ist das nämlich viel schlimmer, und außerhalb des jeweiligen Landes. Dieser Sparzwang, meine Damen und Herren, der springt ja nicht irgendeine Ideologie, wie das in einigen der Schuldnerländer uns vorgehalten wird. Ursache ist ganz schlicht und einfach, dass für weiteres Schuldenmachen die Finanzmärkte nicht mehr in jedem Falle bereitstehen. Mit dem Euro hat das nur insoweit zu tun, als die Chancen der niedrigen Zinsen, zum Beispiel zur Schuldenkonsolidierung, sträflich vertan und die ökonomischen Regelungen einer Währungsunion mehr als leichtfertig missachtet wurden. Ich hoffe nicht, dass einige Regierungen ihre Schulden hemmungslos vermehrten, in der Erwartung durch andere Partner des Euro-Landes aus der Schuldenfalle herausgeborgt zu werden, denn da stand ja eigentlich das Bailout-Verbot am Anfang, sodass man da keine Illusionen haben durfte. Den Finanzmarktakteuren wurde zwar erst etwas spät bewusst, dass sie es bei den einzelnen Ländern mit Schuldnern unterschiedlicher Qualität zu tun haben, dann jedoch entzogen sie den am ärgsten Verschuldeten und ihren Schuldenberg besonders hilflos gegenüberstehenden Regierungen das Vertrauen. Falls sie ihnen überhaupt noch Kredit einzuräumen bereit waren, gewährten sie ihnen nur zu kräftig steigenden Zinsen. Sie verlangten, was ja vernünftig ist und verständlich ist, eine ausreichende Risikoprämie. Nun brach Rettungshektik aus, vorgeblich um Regierungen vor als untragbar hoch bezeichneten Zinsen zu bewahren. In Wirklichkeit aber, um die auf Unsummen von wackeligen Regierungsanleihen und uneinbringlichen Immobilienkrediten sitzenden Banken vor dem Bankrott zu retten. Ein solcher hätte verheerende, grenzüberschreitende und damit systemische Ausmaße angenommen. Um das zu verhindern, scheuten die Euro-Retter nicht vor einer Kette von beispiellosen Vertragsbrüchen zurück. Ich darf einige aufzählen. Die EZB senkte die Bonitätsanforderungen an die Sicherheiten, die sie für ihre Kredite an die Banken hereinnahm. Sie kaufte vertragswidrig und mit fragwürdiger Begründung Staatsanleihen bestimmter Länder an und kündigte das auch für die Zukunft zu tun, allerdings unter wirtschaftlichen Auflagen für deren Regierungen. Sie bewirkte damit eine Monetisierung der Schulden
Und das bitte ich nicht zu verwechseln mit dem, was wir im Augenblick erleben, wo die EZB auch Schuldverschreibungen von Staaten, aber querbeet, und andere Schuldtitel ankauft zur Verflüssigung der Märkte. Da kann man zwar, das ist ein geldpolitisches Ziel, da kann man zwar über diese geldpolitische Dimension streiten, aber das ist nicht der Ansatz der Kredit, was die indirekte Staatsfinanzierung betrifft, die sie vorgenommen hat, als sie gezielt bestimmte Länderanleihen kaufen. Ein weiteres Vertragsbruch, das war die entscheidende Säule des Vertrages über den Euro, die No-Bail-Out-Klausel, also die, das Prinzip, dass kein Land für ein anderes haftet, wurde durch Gewährung von Regierungskrediten gekippt. Das Ergebnis der Rettungsmaßnahmen fiel erwartungsgemäß aus. Die betroffenen Länder setzten die für eine Lösung der Krise erforderlichen und mit großem Tamtam als Rechtfertigung für die Rettungsoperation verkündeten Maßnahmen eher halbherzig um und wie man weiß, in Griechenland offensichtlich gar nicht. Ihre Bevölkerung schenken sie keinen reinen Wein an über die notwendige Pein. Die Vertrauenskrise verschärfte sich in zweifacher Weise. Einmal sank die Hoffnung auf Besserung und zum Zweiten schwand das Vertrauen in die Regierung und die Institutionen, nämlich in die EZB und die Kommission, die an den fortgesetzten Rechtsbrüchen beteiligt sind. Und zu diesem Thema habe ich gerade heute per Zufall einen Bericht über eine regelmäßige Studie der oder Befragung der EU gelesen, also der Kommission gelesen, die fragt nach Zutrauen zu verschiedenen Institutionen und zum Geld und so weiter. Und ganz erschreckend für die EZB, das hätte ich selber nicht für möglich gehalten, ist in der Bevölkerung Europas das Zutrauen weit unter die Nullgrenze gesunken. Da werden die positiven und die negativen Antworten werden saldiert. Und hier ist der Saldo negativ, tiefe negativ, 20%. Das ist schon dramatisch. Und interessanterweise auch und besonders in einigen der Schuldnerländer. Das ist also beängstigend. Also ich muss sagen, wäre ich noch Kommunikationschef dieser Institution, da würde ich ab heute, vorher kannte ich das ja nicht, schlecht schlafen. Denn das ist mehr als beachtenswert und besorgniserregend. Kurz, die Nichtbeachtung der für das gemeinsame Projekt unter Zustimmung aller Staaten aufgestellten Regeln und der daraus folgenden Anpassungszwänge führte über Krisen einzelner Länder zur Krise des Eurosystems. Eingriffe in die Souveränität einzelner Schuldnerländer waren die zwangsläufige Folge. Zuvor ausgeuferte staatliche Ausgaben mussten zurückgedreht werden, Rationalisierung und Entlassung waren nötig, um die verlorene Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen. Zwei Phänomene sind als Folge der Rettungs- und Anpassungsmaßnahmen zu beobachten, die einen Europäer mit Sorge erfüllen müssen. Das ist zu einem der im Laufe der Schuldenkrise veränderte Umgang der EU-Partner miteinander und untereinander. Zum anderen die offensichtliche Zwietracht, zumindest zwischen Teilen der Bevölkerung der Euro-Länder. Man muss gewiss Verständnis für die Missstimmung in der Bevölkerung von Schuldnerländern haben, das gilt natürlich auch für Griechenland. Sparmaßnahmen und notwendige Reformen wie Arbeitsmarktliberalisierung, Entlassung, Heraufsetzung des Rentenalters oder Rentenkürzungen treffen überall die wirtschaftlich Schwachen in unverhältnismäßiger Weise. Und Interessenverbände wehren sich zum Beispiel gegen das Aufbrechen von zunftartigen Anbieterkartellen, von Entzug von Steuervergünstigungen und dergleichen. Mit sogenannten Rettungsmaßnahmen verbundene Auflagen werden leicht als Diktat von außen empfunden. Dabei ist es an sich selbstverständlich, dass Kreditgeber Bedingungen stellen, ich möchte so sagen, Bedingungen stellen müssen, deren Einhaltung sie auch überwachen möchten. Sie wollen schließlich
sicherstellen, ihr Geld irgendwann mal wiederzubekommen. Die resultierende Wut richtet sich folglich gegen die Geberländer, aber auch gegen die EU und letztlich gegen Europa. Leider treten die politischen Führer der Schuldenländer, die vielfach die Misere ja selbst mit zu verantworten haben, solchen Strömungen nicht ausreichend entgegen. Aus einsehbaren Gründen mögen sie ihre Wahlbürger nicht mit dem ganzen Ausmaß der erforderlichen Korrekturschritte konfrontieren. Stattdessen zündeln einige Staatsmänner, suchen die Schuld bei anderen und stacheln den Unfrieden in unvernünftiger Weise an. Ein paar Hinweise, vergleichsweise harmlos noch ist, wenn Herr Juncker, damals Vorsitzender des Finanzministerrats, heute Präsident der Kommission, dem größten Geberland, also Deutschland, das damals schon mit über 300 Milliarden Euro haftete, Krämerseele und mangelnde Solidarität vorwarf. Aber öffentlich, nicht? Und das macht natürlich Stimmung in den Schulden. Ins Bild passt auch, dass sich die in der Mehrheit befindlichen Länder mit Schuldenproblemen gegen die wenigen stabilen Länder, aber Geberländer, verbünden. Sie errichten sozusagen eine Front, manche nennen das Club Med, andere, was ja sehr positiv gesetzt ist bei vielen, andere nennen das eine lateinische Achse. Dabei geht es vornehmlich gegen Deutschland, dessen Regierungschefin bei den allfälligen Rettungsverhandlungen für das größte Geberland natürlich ein Wort mitzureden hat. Im EZB-Rat bildete sich eine klare Mehrheit gegen die Vertreter einer stabilitätsorientierten Geldpolitik, obgleich diese die primäre Aufgabe der EZB darstellt. Mit der Zuweisung der Verantwortung an Deutschland für die Rettung des Euro, gebe nochmal zu bedenken, gerettet werden muss nicht der Euro, sondern müssen Regierungen und einige Banken, wird ungeheurer Druck aufgebaut, aber daran ist dann die ursprüngliche Aussage der Bundeskanzlerin nicht ganz schuldlos. Unschwer sich vorzustellen, dass ein eventueller Austritt Griechenlands aus der Eurozone ebenso wie dessen unausweichlicher Staatsbankrott, das sage ich immer noch, in erster Linie Deutschland angelastet würde und angelastet werden wird. Nach dem jüngsten Beschluss, wohlgemerkt, aller Euro-Länder über ein weiteres Hilfspaket für Griechenland, also das dritte, übertrafen sich die Vorwürfe an die Geberländer, insbesondere Deutschland, an Maßlosigkeit. Kommen Sie rein, meine Herrschaften, ich mache extra eine Pause, damit Sie auch da am warmen Fenster vielleicht noch einen schönen Platz haben. Ich bin gerade dabei zu schildern, welche emotionale Aufheizung in Europa stattfindet im Zuge der Rettungsmaßnahmen. Da hieß es, Staatsstreich seitens der europäischen Partner, so schallte es nicht nur aus Griechenland, das war nach dem Beschluss, Griechenland neue Hilfe zu gewähren, sondern auch aus Spanien, Frankreich und Portugal. Deutschland strebe das Vierte Reich an, oder die Betitelung für die in den Verhandlungen diktierenden Deutschen, Finnen und so weiter, Mafiosi, belegen, welchen Zustand der Zerstrittenheit die EU inzwischen erreicht hat. Mit zunehmender Zahl und Umfang an Rettungsaktionen drohen wir an Grenzen der politischen Akzeptanz zu stoßen, zumal deren demokratische Legitimierung mangelhaft bleibt. Alles in allem schürt die gemeinsame Währung Zwietracht in Europa und weckt nationale Ressentiments, die man überwunden glaubt. Das ist ein Zitat von Geschichtsprofessor Dominik Geppert aus Bonn, dem ich leider mich anschließen muss, sonst hätte ich es hier nicht wiedergegeben. Meine Besorgnis wächst, dass die in den Augen vieler Fachleute ungeeigneten Rettungsaktionen scheitern und alle Europäer mit noch mehr Schulden zurücklassen. Gleichzeitig zerstören die hier nur andeutungsweise vorgetragenen Begleiterscheinungen auf Seiten der Völker, der Geber- wie der Nehmerländer, das Vertrauen in und den Glauben an die Leistungsfähigkeit eines gemeinsamen Europas, seiner Institutionen und seiner Organe. Der Euro droht sich so gesehen zum Spaltpilz Europas
zu entwickeln, anstatt die europäische Integration hin zu einer politischen Union zu fördern, wie uns das, ja, visionäre Politiker, möchte ich mal sagen, ich möchte Ihnen da nichts Schlechtes anhängen, mal vorgegaukelt haben, was Sie mal als Begründung gegeben haben für den Euro. Bemerkenswert eine Feststellung des von mir hochgeschätzten seinerzeitigen Ministerpräsidenten Mario Monti aus Italien in einem Spiegel-Interview, ich zitiere, die Spannung, die in den letzten Jahren die Eurozone begleiten, tragen bereits die Züge einer psychologischen Auflösung Europas, Zitat Ende. Weiterhin bemerkte er, sollte die Eurozone auseinanderdriften, wäre, Zitat, die Grundlage des Projektes Europa zerstört, Zitat Ende. Insofern ist das natürlich Merkels Spruch nicht unähnlich, scheitert der Euro, scheitert Europa. Ich stemme mich dagegen. Ich glaube, das ist auch eine, ja, den Umständen geschuldete Verschärfung, um Stimmung zu machen. Gleichwohl, dass ein so bedächtiger Mann wie Mario Monti diese Einschätzung äußert, bestätigt mich in meiner Sorge um die mentale Verfassung Europas und den Bestand des erreichten Integrationsgrades. Vor dem Hintergrund der Gefahr, dass sich Europa über die Schuldenkrise spaltet, scheinen Forderungen vor allem der Bundesregierung nach vertiefter Integration Europas hin zu einer politischen Union auf den ersten Blick folgerichtig. Allerdings würden die Schulden der Länder in einer politischen Union nicht verschwinden. Sie würden nur, so fürchte ich, anders verteilt. Das hätte dann Konsequenzen für die Steuerlast und für die Sozialleistungen, für die Bevölkerung der Länder, die bislang etwas besser gewirtschaftet haben. Ob das die Akzeptanz Europas überall steigern würde, das ist eine offene Frage. Ich glaube, viele von Ihnen können die sogar beantworten. Gleichwohl hatte ich eingangs im Fehlen einer politischen Union eine mögliche Ursache der Krise gesehen, weil nämlich die Fiskalpolitik und damit das Schuldenmachen völlig unkoordiniert verlaufen konnten. Die Befürworter einer politischen Union versprechen sich von ihr gemeinsame Entscheidungen auf europäischer, also supranationaler Ebene, namentlich in der Fiskalpolitik. Gemeinsame Entscheidungen über die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben sollen ein weiteres Anwachsen der Schulden verhindern, vielleicht sogar deren kontrolliertes Rückführen erleichtern. Die Realisierung der politischen Union in Europa benötigt aber Zeit. Ich meine nur zwei Dinge: Die Regierung einer Union müssen Steuern erheben und Ausgaben tätigen dürfen. Sie müssen dafür ebenso wie ein europäisches Parlament aus allgemeinen europaweiten Wahlen hervorgehen, zu den Parteien aus allen Ländern, in allen Ländern antreten dürfen. Wenn sich das heutige Parlament vergegenwärtigen, da ist Deutschland erstens unterrepräsentiert, da sind nämlich Quoten zugeteilt worden, damit die kleinen Länder dann etwas mehr Gewicht haben. Das ist natürlich kein demokratisches Prinzip. Ich will damit das Parlament nicht schlecht machen, wir sollten froh sein, dass wir es haben. Aber das kann natürlich nicht legitimiert sein, um für Europa zum Beispiel Steuern zu beschließen, was die gerne möchten. Die Erfahrung mit dem unter Valéry Giscard d'Estaing 2003 und 2004 tagenden Verfassungskonvent lassen den Zeitbedarf für die Vorbereitung einer politischen Union erahnen. Die anschließend in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Volksabstimmungen über den Verfassungsentwurf lassen an der Realisierbarkeit eines neuen Anlaufs gegenwärtig zweifeln. Für die Lösung der zur Euro-Krise ernannten Schuldenkrise käme die politische Union, wenn sie denn überhaupt dafür geeignet ist, zu spät. Das wissen natürlich auch unsere Regierungen, deswegen kommen sie auf einige Zwischenetappen. Da wird von Fiskalunion, von Wirtschaftsregierung und ähnlichen Konstrukten gesprochen, als Zwischenlösung sozusagen. Diese stellen den Versuch dar, auf europäischer Ebene, gemeint sind natürlich vornehmlich die Vertreter der Regierung, weniger die Kommission, das entspricht auch dieser intergouvernementalen Gestaltung der ganzen Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene. Das ist ja heute in erster Linie der Europäische Rat und nicht die Kommission. Aber die Absicht ist eben, auf europäischer Ebene gemeinsame Regeln für Ausgaben und Defizite festzulegen und durchzusetzen.
diese Vorstellung geht nach meiner Einschätzung durchaus in die richtige Richtung, nämlich Verantwortung gemeinsam wahrzunehmen. Dabei kann es jedoch nur um die Verantwortung für die Zukunft gehen, um gemeinsames zu beschließendes, vernünftiges Handeln. Auf keinen Fall darf es gehen um das rückwirkende Vergemeinschaften der durch nationales Fehlverhalten in der Vergangenheit angerichtete Schäden, vor allem natürlich Vergemeinschaftung der Schulden. Mehr als fatal, und hier meine ich das Wort fatal im Sinne von schicksalhaft falsch, wäre es, mit der Inaussichtnahme von Schritten zur Fiskalunion oder zur europäischen Einlagensicherung eine rückwirkende Vergemeinschaftung von Schulden oder von Einlagensicherungsmitteln vorzunehmen. Das aber geschehe mit Eurobonds, gemeinsamen Einlagensicherungsfonds, Banklizenz für den europäischen Währungsfonds, direkte Rekapitalisierung von schwankenden Banken durch den Währungsfonds, ohne dass zuvor eine vollgültige politische Union etabliert wäre. Jeder verständige Beobachter kann sich ausmalen, wie das ein weiteres Durchwurschteln fördern und die Bereitschaft zu tatsächlicher Abgabe von Souveränität an eine gemeinsame europäische Ebene gegen Null sinken ließe. Diese Bereitschaft zum Souveränitätstransfer, darauf werde ich jetzt rumtrampeln, bildet die Grundvoraussetzung für weitere Integrationsschritte hin zu einer politischen Union. Und leider lassen die Entscheidungen von 2011 zu einem verschärften Fiskal- und Wachstumspakt genau an dieser Bereitschaft zweifeln. Einige Regierungen waren nämlich nicht einmal unter dem Druck der Krise bereit, künftig bedingungslose Mehrheitsentscheidungen im Rat der Finanzminister zuzulassen, wenn es um das Urteil ging über Defizitzielverfehlungen und Festsetzung von Straf- und Anpassungsmaßnahmen. Auf ihrer nationalen Entscheidungsfreiheit bestanden insbesondere auch solche Länder, die finanzielle Forderungen an die erfolgreichen Länder stellten, ihnen sogar mangelnde europäische Solidarität vorwarfen. Was von der Schärfung des Fiskal- und Wachstumspakts noch übrig blieb, wurde mit Hilfe von weichspielenden Argumenten aus der Kommission und von betroffenen Regierungen endgültig zur Gabe getragen, als es ab 2013 und in den Folgejahren darauf ging, dass Frankreich und Italien nach diesem neuen verschärften Pakt behandelt werden sollten. Dabei ging es schlicht um die Einhaltung von früher zugesagten Haushaltsdefiziten. Somit ist der als große Erneuerung gepriesene Fiskal- und Wachstumspakt gestorben, bevor er überhaupt Wirkung entfalten konnte. Wenn also die Skepsis gegenüber der Realisierung der politischen Union begründet ist, wie kann man verhindern, dass die Schuldenkrise die Zwietracht unter den Europäern verstärkt, die Menschen von der europäischen Idee entfremdet und am Ende auch die Toleranzschwelle in der Bevölkerung der Geberländer überschritten und damit die europäische Idee nachhaltig beschädigt wird? In Abwesenheit ausreichender Integrationsbereitschaft scheint mir auf den ersten Blick ein sinnvoller und zugleich logischer Schritt eine Rückkehr zu den Grundlagen des Vertrages von Maastricht zu sein, also zu immer noch auf dem Papier, aber eben leider nur auf dem Papier stehenden gültigen EU-Verfassung. Damit besönne man sich auf einen Rechtsrahmen, auf den man sich schon einmal hat einigen können. Er beinhaltet eben den Haftungsausschluss, die Achtung der Defizit- und Verschuldungsgrenzen, die Achtung des Verbots für die EZB, über Käufe von Staatsanleihen Regierungen indirekt zu finanzieren. Vielleicht könnte dazu ergänzend es gelingen, sich auf eine Insolvenzordnung für Staaten zu einigen. Diese würde Staatsinsolvenzen in geordnete Bahnen lenken und vermeiden helfen, dass eine Staatsinsolvenz zum automatischen Ausschluss aus der Union führt. Der Gedanke stammt ja nicht von mir, der wird ja zu Recht von sehr vielen einsichtigen Wissenschaftlern und Wirtschaftlern vorgetragen. Wird aber genauso heftig bekämpft mit den abenteuerlichsten Argumenten. Die Schuldenkrise wäre selbstverständlich auch damit nicht gelöst. Die teilweise grausamen wirtschaftlichen und sozialen Implikationen einer Rückkehr zum Prinzip der Eigenverantwortlichkeit liegen auf der Hand. Sie sind aber mittelfristig ohnehin nicht zu vermeiden. Ich darf das hier ganz kurz andeuten.
Das ist unter Umständen ein notwendiger Schnitt für Staatsschulden einiger Länder. Das ist die Rekapitalisierung der dadurch geschädigten Banken durch die jeweiligen Regierungen oder eben Abwicklung solcher Banken. Das erfordert, dass jede Regierung dafür verantwortlich ist, das eigene Haus in Ordnung zu bringen, und es erfordert die sinngemäße und damit enge Auslegung des Mandats der EZB. Der Charme dieses Vorschlags, zum Maastricht-Vortrag zurückzukehren, Professor Issung, der nun wirklich einer der großen Vordenker des Ganzen ist, der Charme dieses Vorschlages ist, die Verantwortlichkeiten werden geklärt. Den Vorwurf des Hineinregierens in andere Länder im Zuge von Rettungspaketen und damit einem schwerwiegenden Störfaktor in Europa wäre die Grundlage entzogen, abgesehen vielleicht von den in diesem Vertrag enthaltenen Sanktionen bei Überschreiten der Defizitgrenzen. Ein weiterer Charme dieses Vorschlags, ein Solidaritätspakt oder ein Solidaritätsfonds für die von dem Ausbaden, in Anführungsstrichen, der Krise betroffenen Bürger, nicht der Banken, schlösse das nicht aus. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass in diesem europäischen Sozial- oder wie Stützungsfonds alle Länder, denen es ein bisschen besser geht, einzahlen. Das wäre echte gelebte Solidarität und man könnte die besonders betroffenen Kreise damit alimentieren. Erscheinen dann, wenn wir also zurückgekehrt sind zum Vertrag von Maastricht, einem Land die Opfer zu hoch, die es zum Mithalten im Euro bringen muss, ist es allein seine Entscheidung auszuscheiden. Gescheitert ist dann aber ein einzelnes Land oder vielleicht auch zwei Länder, nicht der Euro. Während bei der gegenwärtigen Gemengelage sowohl das Ausscheiden wie auch der Bankrott eines Landes das Scheitern des Unternehmens Euro als das Scheitern des Unternehmens Euro empfunden wird, weil die Länder nicht ausreichend füreinander einzustehen bereit sein, ist einer der Vorwürfe, oder ein an Absurdität nicht zu überbietender Vorwurf, die EZB überschuldete Regierungen nicht durch unbegrenztes Gelddrucken retten dürfen. Das ist also der Vorwurf an den Vertrag von Maastricht. Aber Gott sei Dank ist das noch nicht erlaubt, auch wenn es im Augenblick geschieht. Da derzeit offenbar nicht einmal diese Rückenbesinnung auf den Vertrag von Maastricht möglich ist, also auf den existierenden Verfassungsvertrag für den Euro, wie will man dann die viel ehrgeizigeren Pläne für eine Fiskalunion oder eine Wirtschaftsregierung, ganz zu schweigen von einer politischen Union, glaubwürdig vertreten? Womit ich wieder zu meinem Eingangszitat komme, L'Europe se fera par la monnaie. Das war eine ökonomisch falsche und wohl politisch zu kühne Vision. Es wäre tragisch, wenn die gemeinsame Währung die Völker Europas spaltet. Und diese Spaltung droht ja nicht wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Hunderten von Milliarden, die da schon spendiert werden, sprechen ja dagegen. Sondern gerade weil alle bislang unternommenen Hilfen zwingend mit Auflagen, man spricht von Konditionalität, verbunden sein müssen, erzeugen sie auf Seiten der Empfänger Abneigung, ja bisweilen Hass. Auf Seiten der Geber breitet sich zunehmend Skepsis aus, die in politische Abneigung umzuschlagen droht. Eins möchte ich in jedem Fall in Erinnerung rufen: Europa, der Prozess der politischen Einigung Europas, definiert sich ganz zuletzt über das gemeinsame Geld. Angesichts der beschränkten Zahl von an Euro teilnehmenden Ländern verbietet es sich ohnehin, den Euro mit Europa gleichzusetzen. Vielmehr hat die Einführung des Euro in einer beschränkten Anzahl von Ländern schon von vornherein zu einer keineswegs vorteilhaften Spaltung Europas in Euro-Mitglieder und Nicht-Mitglieder geführt. Den Euro zu alles entscheidenden Klammer für Europa erklärt zu haben, könnte sich als ein verhängnisvoller Fehler für Europa herausstellen.
Ich habe über Europa bislang nur im Lichte der Zwänge unter dem Euro und der davon ausgehenden Spaltung der Tendenzen gesprochen. Zwar mag man die an der Euro-Union teilnehmenden 19 Länder als den Kern Europas betrachten, auch wenn das mir etwas schwerfällt, wenn ich Malta, Zypern, Slowenien als Kernländer betrachte. Aber viel wichtiger ist, unter den übrigen 9 Ländern befinden sich mit Großbritannien, Schweden, Polen, Dänemark, wirtschaftlich und politisch wichtige Stützen der Europäischen Union. Und an die sollte man bitte auch denken, wenn es um Europa geht. Daher sollten wir ein paar Gedanken auf die EU als Ganzes verwenden. Es liegt dabei nahe, nach dem finalen Ziel der EU zu fragen. Und da wird man etwas verunsichert. Leider sagen nämlich die Verträge nichts Exaktes. Die Formel von, ich zitiere, der immer engeren Union der Völker Europas, das ist in der Zielsetzung drin, lässt vieles offen. Da lässt sich vieles reininterpretieren, aber bestimmt auch nicht eine politische Union. Sie fordern nicht einmal eine politische Union. Darüber könnten natürlich die Völker Europas entscheiden. Das aber nur einmütig, denn es müssen alle zustimmen. Statt über die Zielfrage Klarheit zu schaffen, statt dass die Politiker über die Zielfrage Klarheit schaffen, wurschtelt sich die Politik immer wieder durch. Sie fällt Entscheidungen, die immer wieder Folgezwänge nach sich ziehen. Beispiele. Die Aufnahme eines Landes von umstrittener Qualität in die Eurozone. Dies erfordert, das Land zu unterstützen, wenn es in finanzielle Schwierigkeiten gerät, weil angeblich der Euro auf dem Spiel steht. Einmal Milliarden in die vorgebliche Rettung eines Landes gesteckt, erfordert zwangsläufig weitere, meist noch höhere Milliardensummen, wenn das Nehmerland nicht auf die Beine gekommen ist. Man kann ja schlecht gegenüber seinen Wählern eingestehen, dass das als Kredit in Anführungsstrichen deklarierte Geld futsch ist. Und meine Damen und Herren, ich bewundere den Mut nicht nur unserer Regierung, sondern auch der anderen Regierung, die jetzt 85 oder 86, ich weiß gar nicht, warum das so genau ausrechenbar ist, Milliarden bereit sind herzugeben, und dem schlecht gewordenen Geld nachzuwerfen. Griechenland stand oder steht mit diesen 86 Milliarden dann, glaube ich, allein aus Rettungsmaßnahmen, ich glaube für 430 Milliarden Euro in der Kreide. Das sind 39.000 Euro für jeden Griechen, der noch nicht getürmt ist, vom Baby bis zum Greis. Habe ich irgendwo gesehen, also ich habe es nicht nachgerechnet. Das ist ja kein Hut, wenn die Herrschaften das so ausdrücklich sagen. Dann ist eher Feigheit zu sagen, das Geld ist weg. Das ist der Punkt. Davon handelt mein Durchwurscheln. Demokratisch legitimiert werden diese Entscheidungen aber auch nur, wenn sie von allen nationalen Parlamenten nach gründlicher Diskussion gestützt wurden. In der Realität werden einige Parlamente kurzfristig, zum Teil in eilig einberufenen Sondersitzungen, in jedem Fall oberflächlich befasst, andere gar nicht. Und wir werden das jetzt gerade in den nächsten Tagen erfahren. Wenn dann heute Nacht in Griechenland eine Entscheidung fällt, dann wird der Finanzministerrat morgen einen Beschluss fassen können, vielleicht fasst er auch einen, ohne dass so eine Entscheidung fällt, und dann werden in der nächsten Woche die Parlamentarier zusammenberufen. Da gibt es kaum einen, der mehr als eine einseitige, deutsche Sprache, schwierige Sprache, eine Seite Zusammenfassung darüber gelesen hat. Ein paar Fachleute haben etwas mehr gelesen, aber die können sich damit nicht befasst haben. Entscheiden aber über Maßnahmen von einer Tragweite, die alles andere, was heute im Haushalt zu entscheiden ist, an Einzelmaßnahmen zu entscheiden ist, in den Schatten stellt. Dabei geht es um Fragen von ungeheurer Tragweite, habe ich gerade dargestellt, denn hier werden Regeln von Verfassungsrang gebrochen. Mit dem Hingehen von Green, also Bailout, das ist eigentlich ungeheuerlich, wie das abläuft. Bedenklich sind, und das ist natürlich alles, was in die Stimmunglage reinragen wird, bedenklich sind auch immer wieder zu beobachtende Kompetenzen, ohne dass Parlamente der Mitgliedstaaten darüber befinden. Schäubles jüngster Vorstoß zielte augenscheinlich auf das Ausbremsen solcher Kompetenzverlagerungen zur Kommission. Ausgelegt wurde ihm das ja als Versuch, die Kommission zu entmachten. Man muss aber nicht alle Übertreibungen glauben.
ich glaube, es war ein sehr vernünftiger Gedanke, zu unterscheiden zwischen den rein politischen Aufgaben der Kommission, bei denen sie sich natürlich häufiger mal galoppiert, und den, ihrer Rolle als Hüterin der Verträge, bei der sie leider hinsichtlich des Vertrags von Maastricht kläglich versagt. Im Gegenteil, sie arbeitet sogar mit daran, dass immer wieder Umwege gefunden werden, um den Vertrag herum. Die Menschen spüren das Legitimitätsdefizit, ohne es artikulieren zu können. Ich habe ja kaum gewagt, mich überhaupt diesem Thema hier zu nähern, weil das sind rechtlich-technische Fragen. Aber das heißt eigentlich schlicht, sind gewählte Vertreter unseres Volkes, das ist nämlich Demokratie, sind die immer daran beteiligt oder nicht? Und es gibt kein höheres demokratisches Recht als das Haushaltsrecht für das Parlament, sprich das Recht über das Geld ausgeben. Und nochmal, so wie ich das jetzt so knallhart sage, das werden einer unter 100 wird das so formulieren, wenn sie auf der Straße die Leute fragen, aber sie spüren, dass da was nicht stimmt. Aber in diesem Unwohlsein stellen sie sich gegen alles, gegen Brüssel und alles, was von dort kommt, sobald es die Menschen erreicht. An folgender Feststellung kommen wir deswegen nicht vorbei. Die Menschen können sich immer weniger mit Europa, mit der europäischen Idee identifizieren. Das artikuliert sich in ständig abnehmenden Zustimmungswerten in Umfragen zur EU, in geringer Beteiligung an den Eurowahlen, im Zuwachs für antieuropäische oder europaskeptische Parteien sowie verbreiteten Begehren, etwa in Großbritannien, aus der EU ganz auszuscheiden. Aus der EU ganz auszuscheiden, obwohl wir im Grunde genommen jetzt immer nur über den Euro reden, denn um alles das drehen sich die europäischen Fragen. Meine Sorge ist bei weiterem Durchwurschteln, auf Politikerdeutsch heißt das natürlich pragmatische Entscheidungen von Fall zu Fall, bei all diesen Durchwurschteln bleibt die wünschenswerte Vertiefung der Integration Europas auf der Strecke. Zunehmend vom Eigennutz getriebene Schritte einzelner Staaten werden das bisher erreichte Niveau an Gemeinsamkeit untergraben. Neid auf Errungenschaften der Nachbarn, Schuldzuweisungen für Fehlentwicklungen im eigenen Land, an andere Länder natürlich, Zwist bei der Ausrichtung von Rettungsaktionen, wie er sich zunehmend offenbart und bedauerlicherweise jetzt im Juli bei den Verhandlungen zu Griechenland, auch zwischen Deutschland und Frankreich, in sehr grundsätzlicher Weise, Schüren von gegen Nachbarstaaten gerichteten Begehrlichkeiten und Ansprüchen, schließlich das traurige Versagen der Staaten Europas in der Flüchtlingsfrage, um auch mal ein Thema, was nicht unmittelbar die Länder untereinander betrifft, aber doch wieder das Abschieben auf andere betrifft, alles das sind Phänomene, die kaum noch beherrschbar sind. Und meine Damen und Herren, ich bin wirklich der Meinung, die Flüchtlingsfrage, da geht es jetzt nicht um die falschen Flüchtlinge. Es gibt so viele Flüchtlinge, 100.000 und mehr, die ist so, brennt uns so oft, müsste uns so auf den Nägeln brennen, das müsste eine europäische Frage par excellence stehen. Da müsste Europa wie ein Mann dastehen und sich dazu Lösungen einfallen lassen. Lösungen, die auch Geld kosten, die aber auch menschliche Hinwendung, Zuwendung kosten. Aber da ist das Klein-Klein zwischen den Staaten, nicht die Aufteilung, nur nicht annehmen. Man hat zwar eine Lösung gefunden, die vielleicht etwas unglücklich, die gut gemeint war erst, dass man sagt, der Staat, der, wo die anlanden, der muss die auch aufnehmen. Das ist natürlich angesichts der Geografie ein bisschen einseitig zu Lasten der Südländer, aber das könnte man ja abwenden. Ein Grund für diese Phänomene, die ich beschrieben habe, liegt in dem Fehlen eines gemeinsamen Zieles hinsichtlich der Verfasstheit Europas einerseits und seiner humanitären und sozialen Ziele andererseits. Beides kann man den Bürgern Europas nicht einfach oktroyieren. Etwa als Ergebnis einer Konferenz des Europäischen Rates, also des Rates der Regierungschefs. Bei allem Respekt vor dessen bis zu einem gewissen Grad demokratisch legitimierten Status werden die Völker Europas seine Entscheidung von so grundsätzlicher Art und Tragweite nicht mittragen, denn immerhin geht es hier um Fragen von Verfassungsrang. Sicher können Vorschläge zur künftigen Verfasstheit Europas in erster Linie vom Europäischen Rat erarbeitet werden und abgestimmt werden, aber dann wird es darauf ankommen, breite Bevölkerungsschichten damit zu befassen, nicht nur ihr Einverständnis,
sondern ich möchte fast sagen, ihre Begeisterung dafür zu wecken. Ein erneutes Scheitern einer europäischen Verfassung wie 2004, als Frankreich und Niederlande Nein sagten zu dem Verfassungsvertrag, das kann Europa sich nicht leisten. Machen wir uns nichts vor, bei allen entscheidenden Schritten in Richtung auf eine politische Union wird es vor allem darauf ankommen, dass und wie weit die Regierungen der europäischen Staaten zu einem Verzicht auf eigene Souveränitätsrechte bereit sind. Genau in diesem Punkt fehlt mir der Glaube. Das Ideal wäre eine von den Völkern Europas verbreitete Begeisterung für ein gemeinsames Europa, so hat es ja mal gegeben. Eine Begeisterung, die letztlich die einzelnen Regierungen zwingt, auf Souveränitätsrechte in einem Mindestumfang zu verzichten, der gemeinsames Regieren ermöglicht. Und hier die Frage, sollte man vor diesem Hintergrund vielleicht auf die von Robert Schumann vor 60 Jahren ventilierte Idee einer Konföderation der europäischen Staaten zurückkommen? Ich meine, wir sind jetzt wir haben einen Vertragsstatus nicht, zwischen den Ländern, aber eine Konföderation, das wäre immerhin ein politisches Gebilde, über das man nachdenken kann. Auf dieses Modell oder im Zusammenhang mit dieser Diskussion hat Hans-Werner Sinn auf die Schweiz Bezug genommen als Konföderation und muss sagen, das ist sehr bedenkenswert, denn eine solche Konföderation liefe auf einen dezentralisierten Bund hinaus, der den teilnehmenden Ländern ihre kulturelle und sozialstaatliche Eigenarten belässt. Vor allem bleiben die Teilnehmer für ihr eigenes Haushalten verantwortlich, dürfen keine Hilfe vom Bund erwarten, können somit nach einer zuvor vereinbarten Konkursordnung pleite gehen. Das ist übrigens der Stand nicht nur in der Schweiz, das ist auch in Amerika so. In Amerika sind mehrfach einzelne Staaten an den Rand des Bankrotts und in das Insolvenzverfahren gegangen, mit dem Ergebnis, dass die Schuldner also ein paar Nullen abstreichen können oder wie immer man das macht. Der Bund würde zur Bewältigung seiner ganz beschränkten Aufgaben eine eigene Steuer erheben. Er hätte die Zuständigkeit für wenige übergeordnete Aufgaben, Außenvertretung, Verteidigung, internationale Fragen, Justiz. Ansonsten würde das strenge Subsidiaritätsprinzip gelten. Die gemeinsame Währung wäre, und jetzt komme ich wieder auf Sinn zu sprechen, ein für alle Staaten attraktiver und zu diesem Zweck, wie er das sagt, an Haupt und Gliedern reformierter Euro, den die gemeinsame Notenbank steuert und für dessen Stabilität sie arbeitet. Und so ist es ja in der Schweiz. Gleichwohl, bis es so weit käme, wäre auch nach Hans-Werner Sinn neben dem Euro einiges andere in Ordnung zu bringen, etwa ein Schuldenschnitt im Rahmen einer Schuldenkonferenz aller Staaten. Das wäre dann aber etwas anderes als das, was jetzt so verpönt ist und für manche vielleicht nicht so ganz begreifbar ist, ein Schuldenschnitt im Rahmen der Euro-Union. Das ist, dass man sagt, das geht nicht, das ist das letzte bisschen Festhalten an der künstlichen Festhalten, an der No-Bail-Out-Klausel. Denn wenn man einen Schuldenschnitt macht, dann gibt man zu, dass man anderen Staaten das Geld nachgeworfen hat. Und dann ist die Ordnung endgültig aufgehoben. Dann kann es nicht mehr auf der Basis weitergehen, obwohl das im Sinne von pragmatischen Entscheiden von Fall zu Fall wahrscheinlich irgendwann als Vorschlag kommt. Würde mich nicht wundern. Jedenfalls wäre das habe ich schon gesagt mit der Währung, ich will das auch jetzt hier nicht vertiefen, weil da gibt es natürlich eine Reihe Dinge zu diskutieren, können wir meinetwegen hinterher machen. Eine solche Konföderationslösung käme um Souveränitätsverzicht nicht herum, würde diesen aber auf ein vergleichsweise geringes und damit leichter zu akzeptierendes Maß beschränken. Darunter befänden sich allerdings einige Neudeutsch Essentials wie Verteidigung, Vertretung nach außen, Justiz. Kann man aber sicher sein, dass zum Beispiel Frankreich auf eigene Streitkräfte verzichten würde, ob es dazu bereit ist? Meine Damen und Herren, mir scheint es unfein, mit einer Frage zu enden, deswegen noch einen Satz. Ich möchte mit einem geradezu beschwörenden Appell schließen und das nicht, weil ich Illusionist bin.
Lassen Sie uns hoffen, dass Regierungen wie Völker Europas möglichst rasch kapieren, im Zeitalter der Globalisierung wird kein einzelner Staat auf sich alleine gestellt, seine Interessen wahren und seiner Verantwortung für nachfolgende Generationen gerecht werden können. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Hitze. War das bestimmt nicht einfach. Wenn jeder erstmal einen Schluck macht, wir können manches diskutieren. Herr Englisch, das Ganze auf Deutsch, ja? Also ich muss Ihnen gestehen, ich war etwas erschrocken, als Herr Flug mir sagte, üblicherweise wird eine Stunde vorgetragen und dann wird diskutiert. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass ich Sie maximal 45 Minuten hier in Atem und in Zuhörerschaft halte. Ich habe gesehen, es waren nun doch fast 50, 52 Minuten. Mein Respekt, ich habe eigentlich, wenn Sie das nicht so vorgegeben haben, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wer länger als 20 Minuten zuhören kann, der ist ein Übermensch. Ich kann es nicht. So, aber jetzt, Herr Englisch, Sie haben das Wort. Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, dass eigentlich alle länger als 20 Minuten zugehört haben, zeugt davon, dass das ein Thema ist, das wirklich interessiert und auch von Ihrer Kompetenz da hat, wie Sie vortragen. Dankeschön. So. Vortrag ist frei zur Diskussion. Ich glaube, ich darf mich auch persönlich nochmal bei Ihnen bedanken, weil wir haben ja korrespondiert miteinander und auch dieses Thema so in dieser Formulierung festgelegt. Ich hatte so den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, dass Sie vielleicht das etwas anders formuliert hätten. Aber mir kam es eben wirklich, das ist ja der Frust, wie viel müssen wir uns von Europa noch gefallen lassen. Sie sagen jetzt Gemeinschaftlichkeit. Wer garantiert uns, dass es dabei bleibt? Und dass nicht wieder das Wort Apfelwein zum Beispiel als wichtig oder dass die Patente noch weiter hinterfragt werden. Ja? Das hat sich eben nicht bewährt, diese Beschränkung auf notwendige Dinge, sondern hat sich diese Ausflug von den Kindern, die eigentlich alter sind, die lächerlich sind. Ja? Und das merkt sich jetzt. Der Europäer natürlich, dass er ein Apfelwein hätte anders heißen müssen und solche Eulenspielereien, ja. Und deswegen die Skepsis, die Sie jetzt hoffnungsvoll ausdrücken wollen, da kann ich Ihre Hoffnung also nicht so schnell teilen. Herr Flug, erstens, Sie haben mich tatsächlich bei der Themenstellung etwas befruchtet, insofern, als ich vielleicht mich zu sehr konzentriert hätte, ich habe mich ja gleichwohl noch ziemlich konzentriert, auf die Auswirkungen der ganzen Rettungsmaßnahmen und dieser, ja, der Krise. Aber das ist ja das Thema heute. Und gleichwohl habe ich ja dann versucht, den Bogen zu schlagen über das, was Europa eigentlich werden sollte. Und das war Ihre Intervention ja zu verdanken. Zu Ihrer Frage. Wir sind natürlich diese ganzen zu belächelnden, zum Teil auch sehr ärgerlichen Auswüchse bekannt. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt über das Glühbirnenverbot und dergleichen mehr. Ich möchte nur eins sagen, aus der Kenntnis auch, wie gesagt, ich teile also Ihre Abscheu, aus der Kenntnis von solchen supranationalen Gebilden, die müssen ihre Existenzberechtigung beweisen, das ist das eine, und da sitzen also nun alle möglichen
Bürokraten, die ständig nachdenken, was können wir noch tun. Da werden sie aufgefordert zu. Aber die Glühbirne ist ein schlechtes Beispiel, der Apfelwein ist eher ein Beispiel dafür. Die Gurken? Hintergrund sind im Allgemeinen Wünsche, die aus den nationalen Staaten an die EU herangetragen werden, die darauf hinauslaufen, entweder, das ist dann eine krumme Sache, Wettbewerbsschutz für eigene Leistungen, Produkte auf die Weise zu kreieren. Gut, da ist die Kommission im Allgemeinen clever genug, da ausgleichend zu wirken. Oder aber wirkliche Bedürfnisse regeln zu lassen. Und da machen wir uns doch nichts vor. Die EU hat natürlich Unglaubliches geleistet in Sachen Angleichung der Wettbewerbsbedingungen. Und Abbau von Handelsschranken all dieser hinterhältigen Art, die durch Vorschriften, durch nationale Vorschriften, meine allein durch DIN-Vorschriften, die können Sie auch benutzen zur Abwehr von auswärtigen Produkten. Und die DIN-Vorschriften ist mit das Heiligste, aber auch das Objektivste, was es gibt. Die sind nicht zur Abwehr erfunden, sondern die sind zur Vereinheitlichung und zum Miteinander auskommen in Deutschland erfunden, aber stehen unter Umständen Normen für ein Glühbirnengewinde oder für sonstige oder für Schraubengewinde oder was weiß ich, in anderen Ländern entgegen. Also die Vereinheitlichung und die Gleichmachung von Wettbewerbsvoraussetzungen, das ist das ganz große Verdienst der EU, das ist eine große Stärke, an der wir alle gewinnen. Und da gibt es schon Auswirkungen. Ich weiß ja nicht ganz genau, was das mit dem Apfelwein war, aber die Frage ist natürlich, was darf sich alles Wein nennen? In Dänemark gibt es zum Beispiel Kirschwein. Na, Kirschwein gibt es ja auch. Schlechtes Beispiel. Aber schon Kirschwein, ja, mit einem ganz anderen Alkoholgehalt. So Apfelwein, kennen die nicht, ist ja inzwischen gestorben, diese Attacke. Unter Umständen hat natürlich einer, der sich der Kommission bedient, um ein Cidre, nicht? Und es gibt ja ähnliche Produkte auch in anderen Ländern. Also ich bin davon entfernt, weit davon entfernt, diese auch von mir immer wieder kritisierten Einzelfänomene so sehr als das Schlimme an Europa darzustellen. Schlimm ist, dass wir in Europa uns nicht auf eine Gemeinsamkeit einigen können, in den wichtigen politischen Dingen, um als ein Europa international gegen China, gegen Amerika, vielleicht auch mal gegen einen Zusammenschluss anderer Verbündeten. Wir sprachen mal eine Zeit lang von den BRICS-Staaten. Das ist nun nicht mehr ganz so nach der Sanktionsgeschichte und nachdem die auch wirtschaftlich zerbrücken. Aber wir brauchen Europa. Wir werden Europa natürlich als ein durch eine kulturelle Vielfalt entstandenes Gebilde mit einer Historie für jedes einzelne Land, werden wir nicht so einige ohne weiteres unter eine Glocke bringen können. Aber eine Konföderation scheint mir ohne weiteres denkbar unmöglich. Ein Staatenbund. Nein? Ein Staatenbund, sozusagen. Ein Staatenbund, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich bin also Alteuropäer seit 15 Jahren und wir haben damals, ich habe mich auch mal interessiert, da private erstmal nach der Definition, was ist Europa? Und dann fange ich natürlich mit dem Verdienst von dem Weströmischen Reich an. Und das ist immer übersehen worden, dass der Osten ein anderes Europa ist. Kulturell und auch moralisch. Und das kann ich nicht so ohne weiteres unter einen Knüppel tun. Ja, da haben wir gerade gesagt. Aber selbst im kleinstaatlichen Bereich, also wenn wir nur Europa nehmen und seine Staaten, ich sage mal Kerneuropa, ja. Ich denke, ich sehe, Sie haben mit Europa, so Osteuropa, so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Da sage ich aber auch gleich noch was zu. Innerhalb dieses Kerneuropas sind wir von unserer Historie so unterschiedlich im Herkommen, dass das schon schwer ist, unter einen Hut zu bringen. Aber machen wir uns nichts vor, auch andere große Bundesstaaten haben sehr unterschiedliche geschichtliche Herkunft. Osteuropa. Also, wenn wir mal Rumänien, Bulgarien nehmen,
Rumänien. Ja, entschuldigen Sie. Das waren Länder vor dem Krieg, die waren sowas von westlich orientiert. Die hatten ein Bürgertum, das hatte als erste Sprache Französisch. Nein, Deutsch. Meistens Deutsch und selbstverständlich Französisch. Sheila und ich, wir haben eine gemeinsame Freundin und wir haben beide auch ihren Vater noch kennengelernt. Ein Urgestein von Typ, war strammer Kommunist zu seiner Zeit, war geläuterter Liberaler, darf ich glaube ich sagen, nach dem Kriege. Der hatte einen Bruder, der war, ich glaube, Chirurg oder was, in Berlin, der Vorkriegszeit. Die ganze Familie, alles was man hört, das ist Europa gewesen. Die waren ein kultiviertes europäisches Bürgertum par excellence. Und noch etwas ganz anderes jetzt mal, auch zufällig die gleiche Freundin, die brachte mir mal, das war in den 70er Jahren, ein paar Münzen. Und fragte, ob ich nicht, ich sei doch bei der Bundesbank, ob ich nicht mal bestimmen könnte, was das für Münzen sind. Na, ich bin zu unserer Chefin des Münzmuseums gegangen und die hat die nur gesehen, sagte gleich, ja, das ist Kaiser sowieso aus dem 3. Jahrhundert, Münzstätte Trier. Ich sage, und jetzt erzähle ich Ihnen, wo die gefunden worden sind. Die hat der Vater unserer Freundin irgendwann in den 70er Jahren beim Graben in seinem Garten gefunden. Die hat also ein römischer Soldat oder ein Kaufmann, hat die im 3. Jahrhundert oder 4. Jahrhundert nach Christus, hat die in Sofia jemanden anvertraut und der hat es vergraben oder was weiß ich. Wir hatten mal ein Europa, das nur zur Geschichte, wir hatten mal ein Europa, das hat alles so fast voll der Maß, nicht nur bis an die Meere, sondern bis ans Meer. Also diese Eingrenzung, mit der wäre ich vorsichtig. Man kann aus politischen Gründen sich fragen, und vor allen Dingen aus ökonomischen Gründen, ob es sinnvoll ist, die Europäische Union, so wie sie im Vertrag niedergelegt ist, zu früh und zu rasch zu erweitern um Länder, die da noch nicht zu passen. Da ist natürlich vom Balkan und so gibt es da sicherlich einige Fragen, aber Bulgarien und Rumänien, selbst bei der Ukraine, ich würde sie heute nicht, obwohl das ja die Absicht ist, würde sie nicht, das aus politischen Gründen, aus Opportunitätsgründen, nicht um den Russen zu gefallen, aber auch nicht um denen einen Vorwand zu geben, befördert haben, einfach weil der Ukraine konnte doch keinen Russen gefallen damit tun. Wir haben nur Unfrieden gestiftet. Aber eigentlich gehört die Geschichtlichen auch eher zu Europa als zu irgendwas anderem. Ja. Russland eigentlich auch. Gerade wenn man über die osteuropäischen Staaten und den Balkan spricht, kann man sich lange darüber streiten, ob der Zeitpunkt vernünftig war oder vernünftig ist. Aber das, was man da gerade an deren Beispiel auch sehen kann, ist die politische Dimension des Projekts Europa. Und ich sage bewusst Projekt Europa, weil das ist noch lange nicht abgeschlossen, ist nun von einer Bedeutung, die nicht unterschätzt werden soll. Was dazu führt, dass man sagt, okay, kostet uns viel Geld, wird uns auch noch viel Geld kosten, aber wenn wir dafür als Europa, als Projekt Europa, es zum ersten Mal schaffen würden, den Balkan auch nur einigermaßen friedlich zu gestalten, hat, soweit ich weiß, historisch gesehen, bis jetzt noch niemand geschafft. Ja, das hat keiner geschafft. So, wenn wir das schaffen, mit dem Projekt Europa im Balkan auch nur einigermaßen Frieden zu schaffen und die eigentlich traditionellen Kulturbereiche, die zu Europa gehören, von Polen angefangen, Rumänien, Slowakien, Tschechische Republik, kann doch keiner diskutieren, dass das traditionelle europäische Kulturbereiche sind, dass die Pech gehabt haben und 50 Jahre lang leider auf der falschen Seite eingegliedert waren, kann man denen ja nicht persönlich zum Vorwurf machen. Vor der Zustimmung, ja. Das muss ich auch eine Frage stellen, weil es genauso reinpasst.
liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge. Das ist die Chance des Moderators, dass er bricht. Muss ich kaltblütig wahrnehmen. Ne? Alle anderen, die das auch wollten können, haben jetzt keine Chance. Keine Chance. Nee, also ein bisschen habe ich manchmal so den Eindruck, gut, ganz anfänglich Euphorie hat sich etwas gelegt, aber es war immer Optimismus da, solange im Osten die große Sowjetunion da war. Also es hat auch einen weltpolitischen Aspekt. Das hat die Sache zusammengehalten irgendwie. Ne? Und seitdem, sagen wir mal, diese Bedrohung, kann man ruhig so sagen, verschwunden ist, geht es eigentlich drunter und drüber. Ne? Sehen Sie das auch so? Ich möchte das ummünzen in die Frage, hat der europäische Gedanke, der Zusammenhalt in Europa, um das nicht so politisch zu belassen, hat der eigentlich gelitten durch die, das Ende der Bedrohung? Ja, ich weiß es nicht, es ist eine Frage, die an alle gestellt ist. Es scheint so. Das war auch nur phasenweise so, das ist ja nicht andauernd so. Eigentlich immer nur, wenn irgendwelche wirtschaftlichen Probleme auftreten. Ja, das ist ein guter Punkt, finde ich auch. Ich meine, wenn ich mal überlege, die Idee der Euro-Währung, die ist sehr zum Ärger von vielen in der Bundesrepublik, sehr zum Ärger bei uns bei der Bundesbank damals. Ich meine, 97, das war so ein Überraschungscoup von Genscher. Die haben da so ein Papier gemacht und das ging von Deutschland aus. Das war natürlich Rücksichtnahme auf, aber es war, wie gesagt, vor allem Vereinigung und so. War natürlich schon Rücksichtnahme auf Vorstellungen in den Nachbarländern. Der Gedanke kam also auf, wie ich finde, in falsch verstandener Absicht oder falsch verstandener Möglichkeit, über die Währung Europa weiter zusammenzubringen. Das kann nicht funktionieren, das hat nicht funktioniert, das weiß man jetzt und das ist eine Tragik. Aber das war auch deren Idee. Und da war noch nichts mit Zerfall der Sowjetunion zu sehen. Also insofern war es noch der Wunsch, Europa stärker zu machen oder stärker zu einen. Aber es kam doch dort schon sehr eine Idee auf, mit der wir uns hier, mich ja die ganze Stunde fast auseinandergesetzt habe, die heute Europa eher belastet. Und ich weiß nicht, ob Europa, ohne dass wir dieses Euro-Projekt überhaupt angedacht und vor allen Dingen ohne dass wir es umgesetzt hätten, ob da die Euro-Union, ob da die EU so zerrissen dastände, wegen des Zerfalls des Sowjetreiches. Ich glaube, Europa wäre stärker geblieben, hätte besser zusammengehalten. Weil der eine den anderen was vorwerfen kann, das ist immer die Wurzel. Da muss ich eins sagen, ich muss mich in einem Punkt eigentlich ein bisschen korrigieren. Hätten wir keine Währungsunion, Sheila, ich hätte fast erwartet, dass du den Einwand bringst, deswegen bringe ich ihn selber. Es gab natürlich immer wieder einen Streitpunkt in wirtschaftlicher Hinsicht und das war, wenn die Politik in der Bundesrepublik so erfolgreich, vor allem die Währungspolitik so erfolgreich war, wie sie war, und andere Länder wegen ihrer weniger verantwortungsvollen Politikführung sahen, dass ihre Währung wieder mal unter Druck kam, also Abwertungsdruck entstand. Realignments, also Währungskorrekturen, diskutiert werden mussten. Da habe ich, das war meistens hinter den Kulissen, weil das ja auch nur einige wenige betraf, da habe ich Unglaubliches erlebt, auch an und Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten. Und das ist natürlich auch öffentlich geworden in den Medien und da gab es Vorwürfe aus die Stabilitätsobsession der Bundesbank, die macht alles kaputt und die führt zu einer ewigen Aufwertung der D-Mark und das können die anderen Länder nicht mitmachen gegenüber dem Rest der Welt. Und
Also da gab es auch Reibungen. Ja? Aber, und die sollten natürlich, das habe ich ja gesagt, die sollten auf jeden Fall überwunden werden. Und das war natürlich eine der Grundideen des Genscher-Papiers, dass einen Weg aufzeigen wollte, wie man da rauskommt. Aber der zeugte auch, das fällt vom Schwanz her auf, nämlich Währungsunion vor der politischen Union. Nur wir haben sie jetzt. Und jetzt müssen wir fragen, wie können wir das irgendwie weiter zu einem guten Ende oder zu einem guten Fortschritt bringen. Ist das wirklich das Ziel? Der war, glaube ich, der Eck. Ja, vielen Dank. Ich möchte diesen historischen und den geopolitischen Ansatz noch aufgreifen, der vorhin schon kam, dass man nach Osten blickt und guckt, wie sind denn da die Dinge passiert nach dem Auseinanderbrechen der UdSSR. Da ist ja nicht dabei geblieben. Es haben sich getrennt. Die einzelnen früheren Staaten von Jugoslawien sind auseinandergegangen. Und zwar nicht nur wegen fiskalischer, wirtschaftlicher Probleme, sondern da spielen ganz andere Probleme eine Rolle, die der Tito noch mit brutalen, aber eben wirksamen Mitteln zusammengehalten hat. Und dann war der weg und dann ist das auseinandergefallen. Und zwar ohne Ende. Und das hat natürlich jede Menge Konflikte, die bis dahin unter der Oberfläche schwelten, nach vorne gespült. Natürlich kann ich sagen, wir haben jetzt das frühe Jugoslawien befriedet durch großen Einsatz der NATO und der Bundeswehr. Ja, wir haben das nicht befriedet. Da ist ein Waffenstillstand. Die Bundeswehr ist jetzt noch da, die NATO ist jetzt noch dort aktiv. Und wir haben die Hälfte etwa der Bevölkerung inzwischen hier. Und dann tragen die ihre Kriege eben hier aus und nennen die nicht mehr Kriege, sondern das sind das Prügeleien, die nur noch in der Kriminalstatistik auftauchen, aber nicht mehr als Krieg in Erscheinung treten. Ich möchte aber nicht mit Jugoslawien jetzt aufhören, sondern es geht auch weiter. Es gab auch keinen Grund aus, für mich völlig überraschend, für das Auseinandergehen der Tschechoslowakei. Also Slowakei und Tschechien, dass das aus wirtschaftlichen Gründen auseinandergekommen ist, sehe ich nicht so. Wir haben eigentlich mindestens mal im Osten seit der Zeit nach dem Krieg nur noch ein Auseinanderbrechen von früheren europäischen Staaten oder Staatengebilden. Und ich habe etwas anderes, ein Zusammenwachsen, wenn man von Deutschland absieht, in Europa nirgends feststellen kann. Es ist eine Zersplitterungstendenz da, von der ich nicht weiß, wann sie eigentlich enden wird. Also Großbritannien hat es jetzt gerade noch mal geschafft und ist mit Schottland ein Staat geblieben. Aber ich bin dankbar, dass Sie in Ihrem zweiten Teil des Vortrags auch auf Großbritannien mal in einem Schlenk, in einem Nebensatz zu sprechen kamen. Man kann ja über die Engländer und die Briten überhaupt denken, wie man will, aber immerhin ist es, wenn auch unter einem nachvollziehbaren politischen Druck, der jetzige Regierungschef von Großbritannien gewesen und ist es noch, der die Forderung gestellt hat, wir müssen mal darüber reden, was die Grundlagen eigentlich von der EU jetzt sind. Wir möchten Veränderungen haben, klare Änderungen haben, und dazu hat Frau Bundeskanzlerin Merkel, ja, müssen wir reden, aber sonst nicht viel gebracht. Also in Substanz hat ja auch da nichts gebracht. Und ich habe die große Hoffnung, dass mit diesem Druck aus Großbritannien, wenn man sich vielleicht mal, vielleicht nicht in ihrem Sinne, in Richtung von Konföderation und europäischem Staatenbund dem näher tritt, aber man wird zu klareren, einfacheren Regeln kommen müssen und man wird das jetzige Europa etwas gesund schrumpfen müssen. Das ist meine Vision, die ich dazu habe. Und ich bin aber skeptisch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Großbritannien gelingen wird, gesunde Einschnitte, Eingriffe in das derzeitige europäische System durchzusetzen, politisch. Und ich fürchte, dass auch die EU-Kommission und auch Deutschland eher auf Großbritannien in Europa verzichten werden als auf Griechenland. Was ich sehr bedauern würde, denn im Grunde wäre das, wenn das so kommt, ein weiterer Punkt, ja, der für das Zerfallen von Staatenbünden in Europa, vor allen Dingen aber von der EU selbst spricht. Und ich muss sagen, ich halte es im Prinzip auch für richtig,
Auf politischem Wege sehe ich keine Chance, dass Europa sich dem nähert, was mal der Ausgangspunkt von Europa war. Ich denke an Charles de Gaulle und seinen Spruch von dem Europa der Vaterländer. Davon sind wir weit entfernt. Wir haben jede Menge Kompetenzen schon jetzt abgegeben an die EU. Was die immer draus macht, da will ich jetzt nichts zu sagen. Aber ein Punkt ist mir hier viel zu kurz gekommen, das haben die in einem Nebensatz auch mal gesagt, aber das ist ganz wichtig. Das ist die Verfassung der einzelnen europäischen Staaten und ich bin kein Verfassungsrechtler, ich bin auch kein Völkerrechtler, aber ich kann sagen, dass das Grundgesetz Deutschland immerhin einen Wächter hat, über den kann man auch streiten und verschiedener Meinung sein, das Bundesverfassungsgericht. Aber die Konflikte werden ja nicht nur auf fiskalischer und wirtschaftlicher Ebene ausgetragen, sie werden auch auf rechtlicher Ebene, und zwar auf verfassungsrechtlicher Ebene ausgetragen. Und da gibt es im Moment eine sehr spannende Diskussion zwischen dem EuGH und dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte auf der einen Seite und dem Bundesverfassungsgericht auf der anderen. Und fest steht, das schafft keine Bundesregierung, uns von dieser Magna Carta, von diesem Grundgesetz in seinen Grundfesten zu befreien. Da gibt es einfach Grundrechte, die sind unabänderlich. Da muss man sagen, wir wollen was anderes. Und gerade weil Sie davon gesprochen haben, dass natürlich auch ein Staatenbund Europa Souveränitäten abgeben muss, Kompetenzen abgeben muss, in weiterem Maß als jetzt, das ist nicht das, was ich für gesund halte, sage ich Ihnen ganz offen. Denn ich möchte nicht, also abgesehen davon, dass es in den letzten 60 Jahren nicht geklappt hat, mal eine europäische Verteidigungsarmee zu schaffen. Das war die Idee noch unter Strauß, die war vernünftig. Man hat es nicht gepackt. Man hat die NATO einfach jetzt übernommen. Die NATO hat, die ersetzt jetzt praktisch diese europäische Verteidigungsarmee. Nicht nur europäisch, natürlich atlantisch auch. Aber ich kann für diesen verfassungsrechtlichen Teil sagen, da ist kein Ausverkauf, keine Übertragung an weiteren wesentlichen Geschichten an eine supranationale Einrichtung denkbar. Für mich mit meinen bescheidenen Visionsmöglichkeiten sicher nicht. Sehen Sie das anders? Ich kann Ihnen in vielen Punkten zustimmen, aber ich möchte ja drei Punkte rausgreifen. Das erste ist die Frage, eher Griechenland, aber eher Großbritannien rausfallen lassen als Griechenland. Also da schätzen Sie, glaube ich, die Bundesregierung falsch ein. Die Bundesregierung würde, weiß, und das ist die Überzeugung in Berlin überall, würde einen ganz wichtigen Verbündeten in der EU verlieren, wenn Großbritannien ausscheidet. Also das ist gar keine Frage. Zufällig, und das ist auch eine etwas andere Einschätzung als Ihre, aber ich kann mich da erinnern, zufällig scheinen die Wünsche, die die Briten aus mehr taktischen Gründen an die Neuordnung hinsichtlich der Kommission haben, sich ziemlich zu decken mit den Wünschen aus Berlin. Warum? Sie haben ja zu Recht beklagt, und das klang hier auch anders an, dass die Kommission viele Kompetenzen hat oder sich angeeignet hat oder ihr nicht zugeschielt. Es ist mehr eine Aneignung durch faktisches, durch Verhalten und so weiter. Und Schäuble-Papier zum Beispiel, das ist einer der Hintergründe. Er wollte nicht entmachten, aber er wollte, das haben die Medien schon sehr genau kapiert, er wollte also da einen Pfad einrahmen und will das immer noch. Auch weil die Kommission keine ausreichende Legitimierung hat für das, was sie alles tut. Sie ist eigentlich nur beauftragt von den vertragsschließenden Parteien, das sind die Staaten, und die Kommission kämpft ja geradezu, aber auch mittlerweile das Europäische Parlament, beide kämpfen darum, Kompetenzen an sich zu krallen, das geht zum Teil auf sehr subtilen Wegen, weil sie sehen, dass ein anderes Gremium, dem ich zwar hier in dem Vortrag eine gewisse, aber hinreichende Legitimierung, habe ich wohl gesagt, zusprechen will, weil es gewählte Regierungen sind, aber in Europa wird heute alles Wesentliche, politisch Wesentliche entschieden in dieser
intergouvernementalen Weise, nämlich dass der Europäische Rat oder die europäischen Räte der jeweiligen Fachminister zusammensetzen, etwas aushecken und dann kann die Kommission daneben regieren, wie sie will. Entscheidend ist, was der Rat sagt, denn ohne den Rat geht nichts. Der Rat muss wichtige Dinge absegnen. Mittlerweile hat leider, was heißt leider, hat das Parlament einige Einspruchmöglichkeiten auch, aber auch diese Art von Entscheidungsebene ist eigentlich auf Dauer nicht tragbar, denn das widerspricht dann doch unserem Verständnis einer Demokratie. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, es wäre nicht gesund, wenn wir, gesund ist sowieso so ein Begriff, aber ich nehme das mal, wenn wir auf eine europäische Ebene Souveränitätsrecht übertragen. Das geht nur, und das habe ich ganz klar gesagt, wenn dort eine Regierung ist, zum Beispiel eine gemeinsame europäische Regierung, kann sich jetzt keiner von uns so richtig vorstellen, aber in der Schweiz haben sie das. Die Schweiz hat ganz anders angefangen. Die Schweiz hat angefangen, das war nur ein Verteidigungsbündnis übrigens, nicht? Das war ein militärisches Bündnis. Nicht? Also, und dann haben die so langsam gefunden, man kann auch ein paar Dinge zusammen regeln und so weiter. Aber das meiste ist bei den, aber Justiz und sowas ist natürlich gemeinsam heute Außenvertretung. Jetzt haben sie mich aber abgebracht mit ihrem Einwurf Schweiz. Also eine Regierung, die aus freien allgemeinen Wahlen hervorgegangen sein muss, bei denen alle Bürger das gleiche Stimmgewicht haben. Das wollen natürlich die meisten Länder nicht, weil allein aus Deutschland dann natürlich 40 Millionen oder 50 Millionen wahlberechtigt sind. Und ich habe gesagt, wo Parteien aus allen Ländern in allen Ländern zugelassen sind. Also das auch, wenn sie zum Beispiel Bürger Frankreichs sind, das können sie auch, wenn sie das möchten, CDU wählen oder SPD oder sowas. Also nur wenn wir eine solche Durchdringung haben, können wir uns eigentlich eine Regierung über uns allen in Europa vorstellen. Aber das sollte eigentlich das Ziel sein. Es wird nicht möglich sein, fürchte ich. Weil eben sogar Bürger, wie Sie sagen, also das möchte ich nicht abgeben. Aber wie gut ist das dort aufgehoben in Berlin? Also vielleicht ist das auf europäischer Ebene auch nicht schlecht aufgehoben. Also diese beiden Punkte, da möchte ich es bei bewenden lassen, sonst rede ich zu viel. Jedenfalls Großbritannien, das ist ein ganz wichtiger Punkt und die haben beide das gleiche Ziel. Und es ist schön, dass die jetzt als Vortänzer da sind. Nur leider ist bei Großbritannien, das ist der letzte Satz dazu, dass die Motivation eine andere. Er muss seinen Leuten zu Hause zeigen, ich tue was. Ja. Und er hat auch ein paar richtige Punkte benannt, das ist auch aus unserer Sicht. Aber es ist nicht so ganz sicher, ob er das aus so sehr grundsätzlichen Erwägungen macht. Er stellt ihn gut an, grundsätzliche Erwägungen einzubringen, warum nicht? Denn nochmal, die Kommission ist etwas, die stößt von der demokratischen Legitimation an ihre Grenzen, alles was da geschieht. Manfred, ich habe eine Frage. Siehst du auch oder die meisten von uns Deutschland als Länder of Last Resort, so wie die Russland haben wir in den 80er Jahren als American Bankers, haben angenommen, Umbrella Theory, Russland wird es nie gestatten, ein Satellit unterzugehen. Und dann haben sie das mit Pauken und Trompeten gemacht und die sind alle pleite gegangen, von Polen bis die DDR, Slowenien, alle sind pleite gegangen. Ja. Heute, diese 7 Milliarden Bond, das ist, glaube ich, die Fälligkeiten